Ja, vielleicht kurz zur Einleitung. Heute Morgen bin ich angesprochen worden, die Bücher mal zu erwähnen, noch kurz hinten auf dem Büchertisch liegen. Also das ist, die meisten kennen das ja, das ist das neue Handbuch der biblischen Prophetie. Das war ein bisschen eine kesse Sache, weil das Handbuch der biblischen Prophetie, das hat der Fruchtenbaum geschrieben in Amerika. Aber schon 84, wa? Der legt jetzt auch sein Handbuch der biblischen Prophetie wieder neu auf, weil der muss das halt nachpflegen. Aber jetzt das neue Handbuch der biblischen Prophetie, das kann er nicht mehr, weil das ist ja schon vergeben. Also er macht das jetzt unter einem neuen Titel, ja. Ist auch okay, aber waren wir jetzt ein bisschen schneller, ja. Da ist so ein Überblick über die Prophetie, meiner Meinung nach die Endzeitprophetie. Das fängt halt in Johannes 3 an. Und das, was ihr in den Videos findet, in YouTube, das ist im Prinzip in dem Buch drin, ja. Nicht so detailliert wie in den Videos, aber so, dass man so einen Überblick da kriegen kann über diese Sachen. Aber fängt in Johannes 3, fängt das ganz einfach an und geht dann so Stück für Stück vorwärts. Ja? Und ein Teil davon aus dem Buch, das findet ihr auch hier zum Beispiel in sowas hier, das Standbild Nebukadnezars. Ja? Das ist ein ganz kurzes Büchlein, einfach mit der etwas abseitigen Aussage, dass das Römische Reich in Daniel nicht erwähnt wäre. Ja? Das ist auch für mich unglaublich gewesen, ist aber leider so, ja, und zeigt halt das Standbild mit einer anderen Struktur. Ja? Also ich sage also, wenn der Oberkörper mit Babylon, Medo-Persien, Griechenland alles im Zweistromland war, dann müssen die beiden Beine, die ja keine Beine sind, sondern Schenkel, auch im Vorderen Orient stehen, ja? Damit das Standbild auch stehen kann. Sonst hat man ja den Torso irgendwo im Vorderen Orient, und die Beine und die Füße und die Zehen stehen ja halt in Italien. Und ich sage dann immer, also ich bin ja kein Theologe, aber ich bin ein Architekt und ein bisschen Statik haben wir gehabt im Studium. Dass so ein Standbild nicht stehen kann, das kann ich, glaube ich, sagen, von meiner Profession her. Ja? Meine These wäre halt nur, was wäre denn, wenn man die Beine, die ja Ost- und Westrom darstellen sollen, wenn man die in den Vorderen Orient rübernimmt und findet man da was, ja? Sodass die Beine unter dem Torso stehen und auch die Füße und die Zehen müssen in den Vorderen Orient, weil das ganze Standbild im Vorderen Orient steht. Ja? Dann fällt aber Italien aus und das Römische Reich fällt auch aus und das können sich halt viele nicht vorstellen. Aber es geht auch nicht darum, was wir uns vorstellen können. Ja? Also das ist ja so kurz in diesem Büchlein drin. Das ist auch in diesem neuen Handbuch der biblischen Prophetie, aber nicht ganz so ausführlich wie hier. Ja? Und dann gibt es noch eins, das war das erste Buch, was ich mir erlaubt habe zu schreiben, die Akte Jerusalem. Das ist ein Krimi, so ein Bibelkrimi. Ja? Da kommt halt jemand zum Glauben, fängt an, Bibel zu lesen. Und dann liest er sich da so ein, dann hat er bestimmte Fragen dazu und er kriegt halt keine Antwort. Ja? Und dann macht er sich selber so auf die Suche. Und weil das irgendwann so viel wird, schreibt er das alles in seinen Computer rein. Und dann irgendwann scannen die seinen Computer ab. Wer das ist, keine Ahnung. Ja, man darf ja nicht alles erklären im Buch, was da passiert. Auf jeden Fall kommen die ihm irgendwie auf die Schliche, weil es gibt halt Programme, die die ganze theologische Literatur der Welt einscannen. Google macht das ja. Ja? Google scannt ja alle Bücher weltweit ein. Alle. Wird alles eingescannt. Und das ist so ein theologisches Programm von einem Geheimdienst, der sagt, wir scannen alle theologische Literatur ein und gucken, wie geht denn die Welt zu Ende? Was sagt denn die Bhagavad Gita und was sagen denn die Veden? Was sagt denn die altgermanische Literatur, wie die Welt zu Ende geht? Was ist Apokalypse im jüdischen Denken, im islamischen Denken, im christlichen Denken? Ja? Und die scannen das alle ein und geben das in künstliche Intelligenz ein und irgendwann finden sie auch das, was der Typ hier findet und die Computer sagen überall stimmt, stimmt, stimmt und die what, ja, das, und dann geht es halt ein bisschen. Ist ein Krimi, aber man kann seine Bibel daneben legen und die Stellen, die der Alex findet im Buch, die kann man auch in der Bibel finden. Also man kann die Reise, die der Alex hier macht im Buch, die beschrieben ist, kann man selber in seiner Bibel auch machen. Ja, und die Charaktere, die es da so gibt, gibt es so einen jüdischen Investor und einen Piloten und jemanden im Osten, weil der muss ja dann fliehen, der Alex, weil die den irgendwann auch reden und holen wollen, weil die sagen, wo hat er das her, ja, wir müssen wissen, ob der noch mehr weiß, ja. Die gibt es alle und die kenne ich auch alle, also sind alle Bekannte von mir. Der jüdische Investor, der ist immer in Frankfurt im Sheraton Hotel, oben in der Präsidentensuite oder in Luxemburg oder am Wochenende immer in Tel Aviv. Unter uns ja, Altes Testament und der ist also ein sehr vermögender Mann und jettet um die Welt, hat einen Bruder in New York, die kommen dann schon mal, treffen diese. Und er fliegt jedes Wochenende, fliegt dann nach Jerusalem an die Klagemauer zum Schabbes, jedes Wochenende. Und wir waren in Frankfurt im Hotel und dann war ein Anwalt dort aus London und der Anwalt, das ist auch im Buch drin, ja, also das Gespräch hat es wirklich so gegeben, wir waren in Frankfurt im Sheraton in der Präsidentensuite oben drin mit kandierten Früchten auf dem Tisch und alles dabei. Und dann war der Herr
Er war plötzlich weg im Nachbarzimmer und dann sagt der Anwalt, von der Deutschen Bank war noch jemand da, ein Kollege von mir, und dann sagt er, wo ist denn der? Ja, sagt sie, ich glaube, der ist nebenan zum Beten. Ja, wie so mit Riemen und so, ja, sagt sie, ich war da noch nie bei. Aber ich denke mal schon, ja, der war plötzlich wie so ein Geist, war der verschwunden einfach. Dann kam dann nachher wieder, hat wieder seine langen Zigarren angemacht, ne? Und dann sagt der Anwalt, ich muss jetzt fliegen, mein Flieger geht um 15 Uhr. Da sagt er, wir brauchen Sie noch ein bisschen, 16 Uhr können Sie fliegen, nehmen Sie den Flieger später. Ja, sagt er, ich weiß nicht, ob ich das umbuchen kann. Ja, das kriegen wir schon hin. Er nimmt eins seiner Blackberries, da liegen immer 9 Blackberries vor ihm auf dem Tisch. Parallel sind alle an, sind alle online mit der Börse verbunden, parallel, ja. Und er drückt da auf den Knopf und der Anwalt nimmt auch sein Telefon und will den Flug umbuchen und der drückt auf den Knopf und der Anwalt sagt, ja, ich habe aber eine Hotline zur Lufthansa. Ja, sagt er, aber bei mir geht jemand dran. Und es geht jemand dran und die Stimme kommt aus dem Blackberry. Guten Tag, Herr, was können wir für Sie tun? Wie ist Ihre Flugnummer, bitte? Was ist Ihre Flugnummer? Buchen Sie das um für den nächsten Flug? Natürlich, Herr, kein Problem. Also so Leute kommen da auch in dem Buch vor. Ganz spannende Sachen. Bitte? Ja, absolut, ja, absolut. Spannende Leute, ja. Ja, und mit Israel wollen wir uns ein bisschen beschäftigen jetzt heute Morgen. Römer 11. Ich sage nun, hat denn Gott sein Volk verstoßen? Das sei ferne. Denn ich bin auch ein Israeliter von dem Samen Abrahams aus dem Geschlecht Benjamin. Ja? Paulus sagt, hat Gott sein Volk verstoßen, ja oder nein? Sagt er, nein, hat er nicht. Paulus sagt jetzt, was denn nun, was Israel sucht, das erlangte es nicht. Aber gerade hat doch Paulus noch gesagt, Gott hat Israel nicht verworfen. Und jetzt schreibt der Paulus, was Israel sucht, das erlangt es nicht. Und die Auserwählten aber erlangten es. Also die Gemeinde Jesu hat es erlangt. Aber die, die Israel betreffen, haben es nicht erlangt. Ja? Wobei er vorne noch gerade geschrieben hat, Gott hat sein Volk nicht verworfen. Ja? Jetzt schreibt er hier Vers 15, denn so ihre Verwerfung der Welt Versöhnung ist, was wird ihre Annahme anders sein als Leben von den Toten? Und jetzt bin ich stutzig geworden, weil Paulus hat doch vorher noch gesagt, Gott hat sein Volk nicht verstoßen. Ja, und jetzt sagt er, das sei ferne. Und das hört ihr auch immer, ja? Aber hier schreibt er, wenn ihre Verwerfung der Welt Versöhnung ist, was wird ihre Annahme anderes sein als Leben von den Toten? Das ist ein Widerspruch. Ja, entweder hat Gott sein Volk verworfen oder hat es nicht verworfen. Und jetzt ist die Frage, wie kann man diesen Widerspruch denn auflösen, ja? Und das zeige ich euch mal. Ich nehme das vielleicht vorweg. Der Paulus, der sagt eigentlich, hat Gott sein Volk verstoßen? Nein. Nicht, er sagt praktisch, hat Gott sein Volk zu 100% verstoßen? Sagt er, nein, ich bin doch auch Israelit und bin auch zum Glauben an Jesus gekommen. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, ja, zu 100%. Ein Überrest kommt zum Glauben und findet Jesus. Ja? Oder er sagt, hat Gott sein Volk für alle Zeit und für immer verstoßen? Und da sagt er, nein, Gott nimmt sein Volk wieder an. Das wird wieder angenommen werden. Es ist verstoßen worden, weil sie Jesus gekreuzigt haben, aber er wird es wieder annehmen. Und das ist der Sinn von den Versen. Aber ihr hört immer nur den ersten Teil. Und vielleicht lesen wir einfach mal den Text, ja? So sage ich nun, hat denn Gott sein Volk verstoßen? Das sei ferne. Denn ich bin ja auch ein Israeliter von dem Samen Abrahams aus dem Geschlecht Benjamin. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, welches er zuvor ersehen hat. Oder wisst ihr nicht, was die Schrift sagt von Elia, wie er tritt vor Gott, wieder Israel und spricht, Herr, sie haben deine Propheten getötet und deine Altäre zerbrochen und ich bin allein übrig geblieben und sie stehen mir nach meinem Leben. Aber was sagt ihm die göttliche Antwort? Ich habe mir lassen übrig bleiben 7000 Mann, die nicht haben ihre Knie gebeugt vor dem Baal. Paulus sagt also, es gab einen Überrest, damals schon, und den gibt es heute auch, ja? Hat Gott sein Volk verworfen zu 100%? Nein, sagt er. Ich sage es mal ein bisschen vereinfacht, nur zu 98%. Ja? Gott hat sein Volk nicht prinzipiell und grundsätzlich verworfen, sodass jeder, der Jude ist, nicht mehr zum Glauben kommen könnte. Das sagt Paulus dort. Ja? Und er sagt, hat Gott sein Volk für immer verworfen und für alle Zeit, sodass es keine Wiederannahme Israels mehr gäbe. Im Prinzip Ersatztheologie. Ja? Die Kirchen, die sagen ja auch, wir haben Israel beerbt. Ja, die Landeskirchen sagen, der Segen Israels ist auf uns übergegangen. Der Segen Israels war ja ein irdischer Segen. Ja? Und die Kirche sagt, Israel ist beiseite gesetzt
Und die Nähe Gottes, Gottes Segen, Gottes Verheißungen in Christus, das hat alles die Kirche geerbt. Und Israel kommt nie wieder. Das war die Theologie der Reformatoren. Und damit haben die Päpste natürlich auch die Könige eingesetzt und die Kaiser in Europa. Weil die gesagt haben, wir sind von Gott eingesetzt, der Papst ist Stellvertreter Christi auf Erden. Der Segen Israels ist auf uns übergegangen. In dem Psalm steht auch, dass Israel die Völker weiden mit eisernem Stab. Ja, dieser Segen ist auch übergegangen und der Papst verwaltet das jetzt und er setzt die Könige ein und setzt die Könige ab. Das ist das, was die Kirche sich angeeignet hat. Und da sagen die heutigen Israel-orientierten Christen und natürlich auch zionistische Kreise, das ist nicht in Ordnung. Israel hat seine Existenzberechtigung und seine Segnungen. Und es geht dann so weit, dass man sagt, Israel ist der ältere Bruder. Der ältere Bruder hat immer den Segen geerbt, laut den Erzvätern in Klammern. Ja, das wird aber nicht ergänzt. Man sagt, Israel ist unser älterer Bruder. Und man geht fast so weit zu sagen, Israel hat eine separate Heilslinie. Eine, die an Jesus ein bisschen vorbeigeht, einfach weil man Israelit ist oder weil man Jude ist. Und das etabliert sich so nach und nach in der evangelikalen Welt und es wird immer weiter vorangetrieben. Ja? Und dazu gehört auch, und da müssen wir uns heute auch mal mit beschäftigen, diese Formulierung, Israel ist Gottes Volk. Ja? Ich verstehe das gut, wenn da Geschwister erstmal aufschrecken oder das ablehnen, ja, wenn ich sage, Israel ist nicht Gottes Volk, weil ich und wir alle das auch immer so hören. Also Israel ist Gottes Volk, ja, wo ich aber gerne entgegenhalten würde und sagen würde, nein, die Gemeinde Jesu ist Gottes Volk. Wer sagt das? Der Petrus sagt es. 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr seid das Volk des Eigentums, ihr seid das heilige Priestertum, das königliche Priestertum, ja, ihr Christen, die ihr vormals nicht ein Volk wart, Lo-Ami, kein Volk, Altes Testament, ja? Jetzt aber ein Gottesvolk seid, die ihr vorher nicht in Gnaden wart, jetzt aber in Gnaden wart. Das heißt also, die Gemeinde Jesu, die ist Gottesvolk. Wenn Israel Gottesvolk wäre, heute, wären wir alle nicht erlöst. Weil wenn Israel Gottesvolk wäre, würde ja der alte Bund noch gelten. Dann würde ja ein anderes Priestertum noch gelten, dann würde ja das aaronitisch-levitische Priestertum noch gelten. Dann gäbe es aber kein Priestertum Melchisedeks und kein Priestertum Jesu Christi, dann hätten wir keine Erlösung. Das ist die Konsequenz aus dieser Formulierung, Israel ist Gottes Volk. Ja? Und ich würde sagen wollen, Israel war Gottes Volk im alten Bund. Israel ist heute nicht Gottes Volk, weil die Gemeinde Jesu jetzt Gottes Volk ist. Und Israel wird wieder Gottes Volk werden im tausendjährigen Reich. Gottes irdisches Volk. Jetzt, solange die Gemeinde Jesu da ist, ist die Gemeinde Jesu Gottes Volk. Gottes Himmelsvolk. Irdisch gesehen hat Gott heute keine Nation. Nicht mal Amerika ist Gottes Country. Ja? Und auch nicht Israel und auch nicht Deutschland. Und nicht Frankreich und nicht Russland, keine Nation der Erde kann heute von sich sagen, dass sie Gottes Volk wäre. Und sorry, auch nicht Israel. Vor allem nicht in dem Zustand, in dem Israel jetzt heute ist. Ja? Aber Israel wird wieder Gottes Volk werden, beziehungsweise das, was von Israel dann noch übrig ist, wird Gottes Volk werden. Denn Israel wird ja dezimiert um 2/3. Da bleibt ja nur 1/3 übrig von dem Volk. Und dieses eine Drittel wird ja nochmal dezimiert und nochmal, geht ja nochmal durchs Feuer, ja? Wird ja nochmal gereinigt und geläutert. Also von dem, was heute Israel ist, da bleibt ja überhaupt nicht viel übrig. Und das ist das, was der Paulus hier beschreibt. Aber ihr hört in den, in den Auslegungen immer nur das hier. So sage ich nun, hat denn Gott sein Volk verstoßen, das sei ferne. Punkt. Ja? Denn ich bin ja auch Israeliter von dem Samen Abrahams aus dem Geschlecht Benjamin. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, welches er zuvor ersehen hat. Aber hinten sagt er, Israel muss wieder angenommen werden. Was wird ihre Annahme anderes sein als Leben aus den Toten? Weiter hinten schreibt er, die Zweige sind ausgerissen worden und ihr seid eingepfropft worden. Seid nicht stolz, Gott kann euch auch wieder ausreißen. Ja? Aber ausgerissene Zweige im Nahen Osten von einem Ölbaum, das dauert keinen halben Tag, dann sind die verdorrt. Ja, und Paulus schreibt auch noch andere Dinge davon. Und diese Aussage, die Paulus hier macht, ist einfach differenzierter als das, was wir hören. Die Reformatoren haben gesagt, Israel ist beiseite gesetzt und kommt nicht mehr. Das widerspricht natürlich in diesem ersten Vers. Ja?
Aber die evangelikal-israelfreundliche Welt, die sagt, Israel ist heute Gottes Volk. Und das widerspricht dem hier auch. Ja? Ich zeige euch das aber gleich auch nochmal am Urtext, ja, am griechischen Text, was da Paulus schreibt. Die Aussage ist eigentlich, die hat Gott sein Volk zu 100% und für immer und für alle Zeit verstoßen. Und zwar komplett. Kann kein Jude mehr Christ werden. Nein, sagt er. Ich bin das beste Beispiel. Ich bin ja auch ein Israeliter und glaube an Jesus. Ja? Hat Gott sein Volk für alle Zeit verstoßen? Wird Israel nie mehr angenommen werden? Nein, ihre Annahme wird Leben aus den Toten sein. Ja? Und das ist die differenzierte Antwort, die Paulus hier gibt. Und das Problem ist, dass man je nachdem, wie der Zeitgeist gerade weht, entweder auf der einen Seite vom Pferd fällt oder auf der anderen Seite vom Pferd fällt. Ja? Die einen sagen, Israel kommt nie mehr, wir sind Israel. Und Israel hat gar nichts mehr zu tun mit Gott. Und die andere Seite sagt, Israel ist sogar Gottes Volk. In Klammern, dann können wir nicht Gottes Volk sein. Ja, also irgendwie findet man kein gesundes Mittelmaß bei dem ganzen Thema. Warum? Weil man Angst hat. Weil man müsste ja dann eine Aussage treffen, die überhaupt nicht in die Zeit irgendwo reinpasst oder wo alle anderen widersprechen. Und das mag man halt nicht gerne. Ja, das ist auch kritisch. Aber hier kann man eigentlich sehen, dass der Paulus dieses Verstoßen Israels, er sagt, das ist, Israel ist nicht zu 100% verstoßen, ein Überrest hat sich Gott aufbewahrt, ja? Genau wie hier im Alten Testament bei Elia auch. Und Israel ist nicht für alle Zeit verstoßen, sondern Israel wird wieder angenommen werden. Aber jetzt ist Israel verstoßen. Warum? Weil sie Gottes Sohn gekreuzigt haben. Weil sie Jesus ablehnen. Und wer den Sohn nicht hat, das darf man auch nicht mehr lange predigen, hat den Vater ja auch nicht. Das sagt Johannes, ja? Wer den Sohn nicht hat, hat den Vater nicht. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand, auch nicht Israel, kommt zum Vater außer durch mich. Und das können wir nicht einfach wegtun. Damit würden wir ja uns selbst verraten, ja? Damit würden wir ja Jesus als den einzigen Weg zu Gott verraten, zugunsten eines Staates im Nahen Osten, der den Namen Israel trägt, ja? Der meiner Meinung nach auch durch Gottes Wirken wieder da ist, ja? Aber der eine ganz andere Zukunft nimmt, als uns in diesem verklärten Israel-Bild oft weiß gemacht wird. Und da müssen wir zurück zum Wort Gottes und müssen beim Evangelium stehen. Es gibt nur einen Weg zu Gott, dem Vater, und das ist unser Herr Jesus Christus. Es gibt sonst keinen. Ja? Also, das ist ganz schwierig bei Israel, ja? Weil Israel ist ja nicht nur eine jüdische Religion, sondern ist halt auch ein Staat. Ja? Also, wenn heute in Israel ein Israeli zum Glauben kommt und zum Glauben an Jesus kommt, dann ist der Christ. Seine Nationalität ist Israeli, so wie meine Nationalität Deutscher ist. Ja? Und so ist der Israeli halt, meine Mutter war in Israel, hast du auch gefragt am Flughafen, ne, sind Sie Jude? Und dann hat er gesagt, nein, ich bin Israeli. Ja? Der hat gesagt, ich bin nicht religiös. Ich wohne hier und ich arbeite hier, aber ich glaube weder an Gott noch an sonst was. Ich bin Israeli, ich bin israelischer Staatsbürger. Ja? Ja, das sind Juden, die zum Glauben gekommen sind, wo Paulus auch sagt, also ich bin ja auch ein Jude aus dem Samen Abrahams, aus dem Geschlecht Benjamin, ich habe Jesus gefunden. Aber eigentlich geht Gott. Ja, das hat ganz, ganz viele Facetten auch. Ja? Also Gott schreibt in Jeremia, ich halte meinen Bund, sagt Gott, und zwar ewig. Und da kann Himmel und Erde untergehen. Wenn es aufhört, Sommer und Winter zu sein, dann würde ich meinen Bund auflösen. So, ja. Und diese Stelle wird zitiert von vielen Israel-Freunden, und die sagen, da steht doch, dass Gottes Bund ewig ist. Ja, ja, sage ich, von Gottes Seite. Ja. Ja? Aber der Bund vom Sinai war ja ein zweiseitiger Bund. Und Gott hat gesagt, bleibt in dem Bund. Wenn ihr den Bund brecht, dann werde ich mich von euch scheiden und neu heiraten. Ich gehe dann einen neuen Bund ein. Jesus sagt, wer sich von seiner Frau scheidet, es sei denn um der Hurerei willen, bricht die Ehe. Ja? Das heißt also, und er meint ja eine geistliche Sache, er sagt, wenn Gott sich scheidet von seinem Volk Israel und ein anderes Volk zu seinem Volk annimmt, dann bricht er die Ehe, außer bei Hurerei. Und Israel hat geistliche Hurerei betrieben und seinen Sohn getötet. Und da beendet Gott den Bund. Einen Bund, den er nie beendet hätte. Wo er sagt, ich bleibe ewig bei euch, aber die Bedingung ist, dass ihr auch bei mir bleibt. Der neutestamentliche Bund ist aber ein Bund des Glaubens, ein Abraham-Bund, ein Bund, der mit Abraham geschlossen wurde, als Abraham schlief. Da hatte Abraham gar keinen Anteil gehabt an dem Bund,
Gott ist allein durch diese Gasse gelaufen, ja, von den Tierhälften und hat den Bund allein geschlossen. Das heißt, um Himmels Willen, das ist für Leute, die jetzt ein Problem haben mit sich selber, mit ihrer Sünde. Ja? Dieser Bund kann von uns nicht gebrochen werden. Das ist Heilsgewissheit. Das ist Heilsgewissheit. Wir sind ja in einem Glaubensbund wie Abraham und diesen Bund hat Gott einseitig geschlossen. Ja? Während der Bund vom Sinai ein zweiseitiger Bund war. Und Gott sagt ja auch in Jeremia, ich werde diesen Bund für immer halten, wenn das eine Bedingung dran gibt, wenn ihr bei mir bleibt. Und auch wenn ihr nur in Schwachheit bei mir bleibt. Und Israel hat den Bund immer gebrochen. Und dann hat Gott sein Volk gestraft und dann hat er Propheten geschickt und die haben sie dann umgebracht. Dann hat er irgendwann sein Volk geteilt. Dann hat er es in Gefangenschaft geschickt, assyrische und babylonische, und hat es wieder nach Hause geführt. Ein treuer Gott, der sein Volk natürlich erzieht und auch straft, aber nie verwirft, bis sie Jesus verwerfen. Ja? Und sagen, der hat einen Dämon. Und das ist geistlicher Ehebruch. Und da scheidet sich Gott. Und da ist der alte Bund beendet und er geht einen neuen Bund ein. Also Gott ist geschieden und hat wieder geheiratet. Ja? Also ich will damit nur sagen, diese Sache hier in Römer 11, die hat eine ganz vielfältige Beziehung. Und ich würde auch sagen, dass wir für Israel beten sollen, natürlich. Aber was wir beten sollen für Israel, wäre nicht, dass ihre Bomben möglichst zielgenau treffen, die Palästinenser, unter denen auch unsere Glaubensgeschwister übrigens sind. Nicht viele, aber die sind auch drunter. Ja? Sondern wenn wir für Israel beten, dann sollen wir beten, dass sie zum Glauben an Jesus kommen. Und zwar jeder Einzelne. Das wird Leben aus den Toten sein. Ja? Das ist unser Gebet für Israel. Und ich liebe die Israelis. Ich habe auch Freunde, Geschäftsfreunde, die Israelis sind. Ich war in Tel Aviv auf der Hochzeit und kenne die auch gut. Sind auch nette Leute in Frankfurt. Gar keine Frage. Ja? Das hat nichts mit Antisemitismus zu tun. Das hat was mit Wahrheit zu tun. Jesus sagt in den Endzeitreden, es wird ein Zorn sein über dieses Volk. Nicht über mein Volk. Ja? Wenn Israel das Volk Gottes wäre, dann müsste es zwingend auch das Volk Jesu sein. Warum? Weil Jesus Gott ist. Aber sie würden niemals von sich behaupten, dass sie das Volk Jesu Christi wären. Ja? Und wer den Sohn dann nicht hat, wer den Sohn leugnet und ablehnt, der hat den Vater auch nicht. Das ist heftig, ja, ich weiß das. Und der Dickkopf hält sie am Leben. Und der Dickkopf wird gebrochen. Auch der christliche Dickkopf. Auch der westlichen Kulturen, das wird alles gebrochen. Gott macht das. Ja? Und der israelische auch. Und zum Schluss habe ich die Sorge, dass alle Welt Jesus verraten wird. Die Juden und die Christenheit. Und sorry, der Verrat fängt für mich ein Stück weit, das hätte ich nicht erwartet eigentlich. Er fängt da an, wo man sagt, Israel ist Gottes Volk. Dann schließe ich damit ab, da müssen wir ein bisschen weitermachen hier. Wo es heißt, Israel ist Gottes Volk und Israel ist nicht Gottes Volk. Ja? Und das ist ja auch eine Ersatztheologie. Die Evangelikalen, die sagen, nee, Ersatztheologen sind wir keine. Wir lassen ja Israel seinen Segen und Israel hat seine Verheißungen. Und dann sage ich, ja, das stimmt, aber ihr nehmt der Gemeinde Jesu die Gottesvolkschaft weg und gebt sie dem Volk Israel. Das ist auch eine Ersatztheologie. Da ersetzt ihr ja auch Israel, ja. Also das sind vielfältige Sachen, schwierig auch ein bisschen durchzuschauen da. Paulus sagt aber, also geht es jetzt auch zu dieser Zeit mit diesen, die übrig geblieben sind nach der Wahl der Gnade. Ist es aber aus Gnaden, so ist es nicht aus Verdienst der Werke, sonst würde Gnade nicht Gnade sein. Ist es aber aus Verdienst der Werke, so ist die Gnade nichts, sonst wäre Verdienst nicht Verdienst. Also er sagt, es gibt eine Gnadenauswahl. Diese haben sich nicht selber bekehrt, ja, aus eigenem Antrieb, sondern sind von Gott erwählt worden. Thema der Erwählung, ja, kommt er später wieder drauf. Und jetzt sagt er hier, hat Gott sein Volk verstoßen, das sei ferne, sagt er, denn ich bin auch ein Israeliter von dem Samen Abrahams aus dem Geschlecht Benjamin. Und jetzt sage ich, dieses Verstoßen, hat Gott sein Volk verstoßen, ist vollendete Vergangenheit. Ja? Eine Tätigkeit, die in der Vergangenheit gewesen ist und in der Vergangenheit abgeschlossen ist. Also das heißt, hat Gott sein Volk vollständig komplett verstoßen, abgeschlossene Handlung, ja? Und das kann man hier im Grundtext sehen. Hier, das ist jetzt hier eine parallele Übersetzung im Griechischen, Römer 11, Vers 1. Und da sagt der Paulus hier, hat Gott sein Volk apostato, hat Gott sein Volk abgelehnt, verworfen. Ja? Und dann sagt er das hier im Verb aorist. Und dieser aorist ist so eine vollendete Vergangenheitsform. Also eine Tätigkeit, eine Handlung, die in der Vergangenheit stattgefunden hat und in der Vergangenheit auch abgeschlossen ist.
Und das meint halt, hat Gott sein Volk zu 100% für immer und für alle Zeit verstoßen. Und da sagt Paulus, nein, das nicht. Ja? Also man kann das im Griechischen auch sehen. Das Problem ist nur, dass ihr heute, wenn darüber gepredigt wird, dann bekommt ihr nur, ich glaube, das ist immer ein bisschen vergrößert, ja, da oben steht es halt, der Aorist beschreibt Vorgänge, die in der Vergangenheit stattgefunden haben. Aber jetzt hat das beiseite gesetzt. Wenn er es nicht beiseite gesetzt hätte, dann gäbe es uns überhaupt nicht. Wenn er es nicht beiseite gesetzt hätte, müssten wir alle Juden werden, müssten uns alle beschneiden lassen, also ein Teil von uns, ja, müssten wir die Gebote halten, müssten wir jeden Schabbes nach Jerusalem, müssten wir an der Klagemauer beten, mindestens, ja. Eigentlich müssten wir dann auch, wir hätten gar keinen Priester, ja, wir hätten keinen Tempel. Also das sind so Sachen, wo ich sage, heute in dieser Israel, aber das darf heute, wenn das heute gepredigt wird, es gibt so ein Problem, wenn man das als hauptamtlicher Theologe predigt, ist man arbeitslos und es dauert nicht lange und kriegt einen Riesenstress, ja. Shitstorm eingeschlossen da in den sozialen Medien und so weiter. Ja, das darf man nicht mehr sagen. Aber egal, ob der Wind jetzt mal von rechts oder von links oder von vorne oder von hinten kommt, wir müssen eigentlich immer auf dem Pferd mal sitzen bleiben auch, ja, nicht von der Seite runterfallen. Und das versuche ich hier zu zeigen, weil der Paulus ja am Anfang sagt, hat Gott sein Volk verstoßen. Da sagt er, nein, das hat er nicht gemacht, ja. Und auf der anderen Seite sagt er dann doch, es gibt nur einen übrig gebliebenen Teil nach Gnadenwahl. Also ein Überrest aus Israel hat natürlich auch Jesus gefunden. Die haben sich zu Jesus bekehrt. Und wir haben, glaube ich, gestern Abend kurz gesagt, die haben sich zu Jesus bekehrt, aber waren immer noch Eiferer fürs Gesetz. Die wollten immer noch das Gesetz halten, weil die noch so im Gesetz verwachsen waren. Bis der Paulus sagt, der alte Mensch, der ist noch unter Gesetz, aber ihr seid doch wiedergeboren, in euch ist doch ein neuer Mensch gezeugt worden, ihr seid von neuem geboren. Und dieser neue Mensch, der war nie unter Gesetz, der wird auch nie unter Gesetz sein. Dessen Bürgerrecht ist im Himmel und in den Himmel reicht das Gesetz nicht, weil das Gesetz gilt nur auf Erden. Das Gesetz gilt für den alten fleischlichen Menschen und der wird ja auch sterben und wieder zur Erde werden. Aber der neue Mensch, der in Christus gezeugt ist, an dem hat das Gesetz nichts auszusetzen. Warum? Weil der perfekt ist. Der ist ja nach Christi Bild. Der ist ja so, wie Adam vor dem Fall war, nach Gottes Bild geschaffen. Dann ist der neue Mensch auch ohne Sünde. Ja, natürlich. Ja, dann kann der gar nicht unter Gesetz sein. Wenn der neue Mensch unter Gesetz wäre, würde das Gesetz sagen, ich habe hier überhaupt keinen Ansatzpunkt. Ich wüsste gar nicht, was ich da kritisieren sollte dran. Wie so ein Schraubenschlüssel, der keinen Griff bekommt. Ja? Der neue Mensch ist in Christus. Und diese beiden Dinge, die muss man unterscheiden. Und man muss diese göttliche Perspektive von der irdischen unterscheiden. Und es gibt halt eine Stellung in Christus, die ist 100%, die ist heilig, die ist gerecht und gut. Deswegen sind wir gerettet. Und auf diese Wahrheit berufen wir uns. Und es gibt den Wandel, das ist der alte Mensch, wie er sein Leben führt. Das machen wir manchmal besser, manchmal schlechter. Manchmal schämen wir uns fürs Evangelium, manchmal machen wir keine ordentlichen Geschäfte. Ja? Manchmal macht man seine Arbeit nicht gut. Manchmal ist es in der Ehe schlecht und schlimm. Ja? Da gibt es alle möglichen Dinge, die so passieren im Wandel, im christlichen Leben. Ja? Und diesen Menschen sollen wir auch unter den Gehorsam Christi nehmen. Aber diese Unterscheidung, die müssen wir machen. Und dieser neue Mensch in Christus, der war nie unter Gesetz. Und wenn Paulus sagt, wir sind nicht unter Gesetz, dann meint er nicht, dass der alte Mensch tun und lassen könnte, was er will. Ja, wie ihm das auch vorgeworfen wird. Er schreibt ja einen Römerbrief, wie viele von uns sagen, dass wir und so weiter. Ja. Sondern dann meint er damit, wir sind frei vom Gesetz und wir sind frei, Christus nachzufolgen, Christus darzustellen. Und das ist die Perspektive, die der Paulus da aufmacht. Und hier sagt er halt ein Überrest von Israel, also geht es jetzt auch zu dieser Zeit mit diesen, die übrig geblieben sind nach der Wahl der Gnade. Aber es muss Gnadenwahl sein von Gott, die haben sich nicht selber bekehrt. Keiner von uns kann sich selber bekehren, das muss Gott in uns wirken. Paulus sagt, wenn das nicht aus Gnaden ist, aber aus Gnaden, so ist es nicht aus Verdienst der Werke. Warum? Naja, weil Israel ja eigentlich Verdienst der Werke vorgeschrieben war. Die sollten ja das Gesetz tun. Nicht ans Gesetz glauben, die sollten das tun. Wer das Gesetz tut, wird dadurch leben. Und jetzt kommt was Neues auf sie zu. Jetzt tun sie nichts mehr, jetzt geht es nicht mehr um Verdienst der Werke. Jetzt werden sie aus Gnaden erwählt. Warum? Weil das ein ganz anderer Bund ist und eine ganz andere Nationalität. Das ist ein ganz anderes Volk. Ja? Und Paulus sagt, ist es aber aus Gnaden, so ist es nicht aus Verdienst der Werke, sonst würde Gnade nicht Gnade sein. Ist es aber aus Verdienst der Werke, so ist die Gnade nichts, sonst wäre Verdienst nicht Verdienst. Also er stellt hier Gesetzesstreben gegen Gnadenbund. Und das führt er in anderen Briefen auch noch mal deutlicher aus. Und er hat es im Römerbrief am Anfang ja auch schon, nimmt irgendwie nochmal Bezug darauf. Ja? Was denn, wie denn nun, sagt er, was Israel sucht, das erlangte es nicht.
Aha, Israel hat es nicht erlangt? Nein. Sie haben es aus dem Gesetz versucht und sie haben es nicht erlangt. Sie kannten das Gesetz und sie haben Jesus nicht erkannt. Ihr forschet in der Schrift und ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin, im Buchstaben. Aber in Wirklichkeit ist sie es, die von mir zeugt. Und zu mir wollt ihr nicht kommen. Das sagt Jesus. Ja? Und das ist das, was Paulus hier meint. Die haben das versucht, im Buchstaben, indem sie das Gesetz ausformuliert haben, bis in die letzten Winkel zu halten und zu tun und besser zu sein als alle anderen. Und haben nicht erkannt, dass dieser Buchstabe, dieses Gesetz von Christus spricht und dass dieses Gesetz zu Christus hinführt. Und das hat Paulus gewusst. Ob er das von Jesus gehört hat oder von den Aposteln, weiß ich nicht. Aber Jesus sagt, ihr suchet, ihr forschet in der Schrift, in den Schriften und ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin, im Buchstaben. Aber sie, in Wirklichkeit ist sie es, die von mir zeugt und zu mir wollt ihr nicht kommen. Und da hat Paulus gesagt, natürlich, ich werde den Buchstaben verwenden, um zu Christus zu scheuchen. Zu scheuchen, ja. Ich treibe die Leute mit dem Gesetz zu Christus, weil Christus ist des Gesetzes Telos, Ende. Die Erfüllung des christlichen Glaubens ist bei Christus. Die Erfüllung des jüdischen Glaubens war im Halten des Gesetzes. Ja, ihr forscht in den Schriften, meint, das habt ihr, ja, wie so einer, die ziselieren da jedes einzelne Wörtchen. Aber die müssten nach oben gucken, ja. Und das ist das, was Paulus hier beschreibt, ja. Was Israel sucht, das erlangte es nicht. Die Auserwählten aber erlangten es, die haben Jesus gefunden. Aber das ist nur ein Überrest, wie bei Elia, sagt er, so geht es auch jetzt, bis heute, ja, bis in unsere Zeit. Ja. Und die anderen sind, die sind verstockt. Jetzt sage mal heute, Israel ist verstockt. Was dann passiert, ja, also da kriegt man ganz viele Kommentare auch und viele Mails, ja. Paulus schreibt es aber, die anderen sind verstockt, wie geschrieben steht, jetzt wird es immer härter, ja. Er zitiert jetzt alttestamentliche Stellen, ja, Gott hat ihnen gegeben einen Geist des Schlafs. Augen, dass sie nicht sehen und Ohren, dass sie nicht hören, bis auf den heutigen Tag. Und David spricht, lass ihren Tisch zu einem Strick werden und zu einer Berückung und zum Ärgernis, also zum Fallstrick, ja? Und ihnen zur Vergeltung. Also, wie war das am Anfang mit den Rätselwörtern, die man da einsetzt bei dem Roten? Ja? Wer traut sich denn solche Wörter da einzusetzen? Zur Vergeltung, das ist Revenge, ja? Das ist Rache. Das wäre denn zur Vergeltung. Verblende ihre Augen, dass sie nicht sehen und beuge ihren Rücken alle Zeit. Da muss man mal eine Bibelstunde halten drüber im Internet. Ja? Und da gibt es richtig Ärger. Das geht bis ins Juristische. Das wird juristisch verboten werden. Ja? Also Stichwort noachidische Gebote. Ja? Kennt ihr die noachidischen Gebote? Hat schon mal jemand davon gehört? Ja? Wer hat noch nichts gehört von den noachidischen Geboten Noahs? Noch nichts gehört? Ja? Googelt mal vielleicht nach Gebote Noahs. Oder können wir auch gleich, wer Interesse hat, verzetteln uns jetzt hier nicht. Ja? Paulus sagt jetzt, und jetzt wird es spannend, jetzt sagt er, hat Gott sie für immer und für alle Zeit verstoßen? Sagt er, nein, nein, Gott wird sie wieder annehmen. Das wird wieder kommen. Und ihr Heiden seid nicht stolz und sagt, aus ihrem Fall ist uns das Heil, ja, widerfahren. Ja? Sondern fürchtet euch, ja, Gott kann euch auch wieder ausreißen. Das sagt er zu uns. Ja? Also Ball flach halten, bescheiden bleiben im Glauben. Ja? Und es ist auch nicht so, dass wir Israel ablehnen. Ich wünsche jedem Israeli, wie jedem Menschen auf der Welt, dass er Jesus findet. Ja? Aber ich unterstütze keinen israelischen Staat. Wenn ich einen Staat unterstützen sollte, hätte ich ja einen. Ja? Also das sind ganz schwierige Sachen, weil da so vieles ineinander geht. Ja? Mit dem Staat Israel, mit Zionismus. Und das heißt, Antisemitismus ist natürlich verboten. Jetzt hat sich aber Antizionismus entwickelt, also den Staat Israel zu kritisieren. Jetzt fangen die Israelis und die entsprechenden Entscheider auch an und sagen, das darf man aber auch nicht mehr. Also Antizionismus ist jetzt Antisemitismus. Und die Debatte geht, die Streiterei geht seit 3000 Jahren. Und die werden wir nicht auflösen. Ja? Aber das war mutig, dass Paulus das geschrieben hat. Also Respekt, das muss man erstmal tun. Ja? Also sage ich nun, sind sie darum angelaufen, dass sie fallen sollten? War das Gottes Absicht und Plan? Dann sagt er, das sei ferne, auf gar keinen Fall, ja? Sondern aus ihrem Fall ist den Heiden das Heil widerfahren, auf das sie denen nacheifern sollten. Also die Juden sollen den Heiden nacheifern. Ah, nicht umgekehrt. Nicht wir sollen jüdisch werden. Die Juden sollen christlich werden. Ja, das sagt der Paulus. Denn so ihr Fall der Welt Reichtum ist und ihr Schade ist der Heiden Reichtum, wie viel mehr, wenn ihre Zahl voll würde? Fallen, Fall, Schade.
Alles Rote ist so, was mit Israels Fall zu tun hat, und das Grüne ist, was mit Israels Wiederannahme zu tun hat. Das ist so der Schwerpunkt, den der Paulus hier setzt in seinem Text. Und auch hier wieder Verwerfung und Annahme. Ja? Das heißt, es ist ja nicht die Frage, oder ich sage mal anders, die Frage ist nur die, zu welcher Zeit gilt was? Die Frage ist, ob Israel heute Gottes Volk ist, und das ist es nicht. Die Frage ist, ob Israel im Alten Testament Gottes Volk war, und das war es. Und die Frage ist, ob im tausendjährigen Reich Israel wieder Gottes Volk sein wird, und das wird es. Ja? Jesus kam nach Jerusalem, um sein Reich aufzurichten. Die Juden verwerfen ihn, kreuzigen ihn, Gemeinde Jesu beginnt. Aber das ist eigentlich Plan B. Plan A war, Jesus kommt nach Jerusalem und Israel nimmt ihn an. Und das tausendjährige Reich fängt an. Christus kommt als König nach Jerusalem, nach Israel, und Israel nimmt Jesus als seinen König an, und die Königsherrschaft Jesu über die ganze Welt hätte damals begonnen. Dann hätte es keine Gemeinde gegeben und auch kein Golgatha. Ich weiß, und das können wir Christen nicht denken, weil wir sehr in unserem Denken verhaftet sind. Aber aus dem Alten Testament raus kam der Sohn Davids, Jesus als Sohn Davids, der Sohn des Lieblingskönigs Gottes, kommt endlich nach Jerusalem. Siehe, Tochter Zion, dein König kommt zu dir, um die Königsherrschaft aufzurichten. Und nur weil Israel das Unglaubliche tut und Jesus ablehnt, deswegen bricht die Königsherrschaft nicht an, sondern hat Aufschub. Und von dem Aufschub schreibt Paulus hier. Israel ist deswegen verworfen worden und das Königreich hat Aufschub. Und wenn der König wiederkommt, dann wird das Reich aufgerichtet. Mit wem denn? Mit Israel, ein irdisches Reich. Das ist ein Geheimnis für mich. Ich kann das nur so sagen. Ich kann das nicht erklären. Das ist ein Geheimnis. Wie das geht, weiß ich nicht. Ja? Und das ist aber die alttestamentliche Blickrichtung. Wir aus den Heiden, wir haben immer den Blick, ja, Jesus ist für uns auf Golgatha gestorben und er ist mein Heiland und er ist mein hoher Priester und ich werde entrückt und dann bin ich im Himmel. Ja? Aber eigentlich entwickelt sich die ganze Geschichte, und das ist richtig, ja? Das ist gar keine Frage. Aber es ist nur eine Seite einer Medaille, wo die andere Seite auch existiert. Eine alttestamentliche Verheißung, eine alttestamentliche Blickrichtung. Und die hat durch den geistlichen Ehebruch Israels Aufschub erlitten. Und mehr geht es ja nicht. Es geht nur um zeitlichen Aufschub. Israel wird wieder Gottes Volk. Wenn Israel sich bekehrt zu Gott und sagt, Jesus sagt ja auch, ich werde nicht mehr... Oder ich werde nicht kommen, bis ihr ruft, ich habe Heil im Sohn des Herrn, Sohn Gottes, ja, irgendwie so. Bitte? Gelobt sei, der kommt im Namen des Herrn. Amen, genau, gelobt sei, der kommt im Namen des Herrn. Ja, das heißt also Israels Bekehrung, und zwar irdische Bekehrung des Volkes. Davon unterscheide ich die Wiedergeburt Jerusalems nochmal, die kommt vorher, ja. Aber irgendwann wird dieses ganze Volk, das wäre dann Römer 11, wird dieses ganze Volk Israel auch gerettet werden, ja. Wo wir schon dabei sind. Also in Römer 11 steht, ganz Israel wird gerettet werden, ja? Aber auch da muss man den ganzen Vers lesen. Da steht, ganz Israel wird gerettet werden, denn zu Zion wird ein Erlöser kommen, der da abwende das gottlose Wesen von Jakob. Wann kommt denn der Erlöser nach Zion? Wenn er auf dem Ölberg wiederkommt. Ist das nach der Entrückung? Ja. Hat dann die Rettung Israels was damit zu tun, dass sie an Jesus glauben und zur Gemeinde Jesu gehören? Nein. Die werden dann gerettet vor dem Antichristen, vor seinen Truppen. Das ist eine ganz irdische Rettung. Israel wird dann nämlich belagert sein und dann Überrest Israels wird in Jerusalem sein. Und dann kommt Jesus wieder und wird ganz Israel vor dem Antichrist retten. Ich sage es etwas verknappt. Ja? Das, was von Israel dann noch übrig ist, denn das ist nur noch so ein ganz klein bisschen. Das heißt, Römer 11 spricht von einer Zeit nach der Entrückung, wo keine Wiedergeburt mehr möglich ist, weil im tausendjährigen Reich gibt es keine Wiedergeburt mehr. Im tausendjährigen Reich wird geglaubt wie im Alten Testament, weil das eine Fortführung der alttestamentlichen davidischen Königslinie ist. Und im Alten Testament gab es keine Wiedergeburt. Wiedergeburt gibt es seit Pfingsten bis zur Entrückung. Nach der Entrückung kommt der Erlöser nach Zion und wendet das gottlose Wesen ab von Jakob, damit Jakob zu Israel wird. Das steht in Römer 11. Und wenn ich rede davon und sage, Jerusalem wird wiedergeboren werden, dann sagen alle Quatsch.
Jerusalem wird überhaupt nicht wiedergeboren, ganz Israel wird gerettet werden. Dann sage ich ja, aber Römer 11 müsst ihr im Zusammenhang lesen, das ist am Ende der 70. Jahrwoche, da war schon Entrückung. Ich rede vom Anfang der 70. Jahrwoche, wo Jerusalem noch Jesus finden wird. Ja, das sind zwei unterschiedliche Zeitpunkte. Aber man hat das, und ich habe das hunderte Male gehört, Römer 11. Da sage ich, ihr müsst aber Römer 11 doch auch mal lesen. Ja? Wenn die Vollzahl der Heiden eingegangen ist, wird ganz Israel gerettet werden. Denn zu Zion wird kommen ein Erlöser, der da abwende das gottlose Wesen von Jakob. Und Paulus nimmt hier Jesaja 59 und Jesaja 27 zusammen, diese beiden Kapitel, die Verheißung in einem Vers in Römer 11. Und das muss man wissen. Und das wissen viele nicht. Und weil sie nicht klar sehen können, weil sie das nicht wissen und auch nicht hören, deswegen kommen sie immer zu falschen Schlussfolgerungen. Und das ist ein Durcheinander in der christlichen Welt, auch in der Eschatologie, das ist ein Drama eigentlich. Das ist schade. Ja? Und da gehört das hier, Römer 11, gehört da eigentlich auch zu.